You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Shami hier und willkommen zu einer weiteren Folge vom Demon Hunter Let's Play. Sind wir das letzte Mal noch stehen geblieben und sollten eigentlich zurückkehren zum Groove of Scenarios, glaube ich, war das jetzt? Oder ja. Ich will immer sagen, Warden, Alter, dabei ist da das Mount, ey. Heute läuft's einfach nicht. Egal, wir sollen da zurückkehren und sollen Ysera über irgendwas informieren. Das Demon Hunter können wir natürlich hier wieder durch die Gegend segeln, sag ich mal. Ganz praktisch, solange man hier noch nicht fliegen kann. Können wir die Quest abgeben? Jetzt sehen wir hier nochmal so ein kleines Ingame-Video. Schauen wir mal, was mit dem guten Szenarios passiert. Und der wird komplett verschlungen von der Finsternis. No! I have wasted too much time here. No more! Okay, interesting. Scenarius's loss has left Malfurion unable to see reason. Make haste to the World Tree. He may be headed there, all too ready to take reckless risks. Meanwhile, you and I will follow his trail from here. Malfurion must not fall. Ja, natürlich. Schauen wir da drauf. Der Gute ist jetzt in Rage ausgebrochen. Jetzt können wir die nächste Quest gleich annehmen. Können wir hier mit ihr reden. Die fliegt uns hier anscheinend weiter. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach Malfurion. Oder beziehungsweise schauen wir erstmal, wo hier überall die Verdorbenheit schon in den Wald lebt. He and Xavius have a long history of conflict. Even he cannot hope to defeat Xavius alone. We must find him at once. Ja, sehen wir's, da geht's langsam über. Hier der ganze Wald schon verdorben auf der Seite. Und genau hier suchen wir natürlich auch wie nach ihm. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, das Bonusziel müssen wir auf jeden Fall noch machen. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch hin. Genau, jetzt hat er uns irgendwie einen Buff gegeben, glaube ich. Den können wir jetzt gleich ausnutzen hier. 5 Sekunden Cooldown. Okay, wir müssen das Ganze hier ein bisschen... Boah, was steppt man hier so laut? Wir müssen das hier ein bisschen reinigen, das Ganze. Wir können hier einfach immer diesen... Debuff verteilen und dann löscht sie für uns diese ganzen Verdorbenen hier aus. Kann man so sagen. Hier lebt so wenig gerade. Ich kann hier fast nichts zusammenziehen, weil halt nichts da ist. Genau, da kommt's wieder. Easy going. Gerade bei den letzten müssen wir ja noch einen Hit machen. Ich glaube gerade, der Sound ist zu laut. Ich musste vorhin gerade ein bisschen was umstellen. Und... sollte der Sound ein bisschen leiser sein. Kampfsound war gerade ein bisschen zu laut irgendwie. Keine Ahnung, was das jetzt war. Weil vorher, das letzte Mal, als ich recorded habe, ist immer die ganze Zeit das Game gecrashed. Jetzt habe ich nochmal alle Ordner resettet. Mal schauen, ob das was hilft. Ansonsten sieht man es eh, ob ich in dem Video wieder irgendwo einen random Cut einbauen muss. Genau, da drüben questet auch gerade eine. Ich habe es mir schon gedacht, weil hier die ganze Zeit mal wieder... oder immer mal wieder ein paar tote Mobs in der Gegend rumstehen. Zum Glück kriegen wir immer diese Kugeln, sobald wir irgendeinen gefinisht haben. Da fällt es uns eigentlich relativ einfach, hier wieder voll zu regen danach. Genau, okay, ne, ein Blume steckt hier irgendwie im Baum drin. Das heißt, die können wir gar nicht ordentlich killen, ohne dass sie wahrscheinlich komplett verbuggt. Ja, aber noch ordentlich OP. Egal. Da vorne sind gleich mehrere. Ich glaube, da zählt auch jeder einzeln. Hoffen wir es mal. Genau, haben wir schon 18. Ist irgendwie, ja, nicht so die Mega-Quest, aber was soll man machen? Gibt definitiv Schlimmere, sagen wir mal so. Treffen wir die Blume da drinnen? Ja, wunderbar. Können wir die auch auslöschen. Erlösen wir sie aus dem Struggle in den Baum zu stecken. So, aber jetzt machen wir ordentlich Puls hier. Es gefällt mir gleich viel besser, wenn man hier nicht immer alles einzeln downhaut, sondern hier einfach mal reinbomben kann.
I will spread the nightmare. Nightmare, Nightmare, Alter, jetzt kann ich reden schon wieder auch nicht mehr. Der Satz war auch gerade überdeutsch, ey, Mann. Oh Gott, Alter, was ist denn heute los, Mann? Besser einfach Fresse halten. Einfach mal 20 Minuten Videos machen, wo ich einfach nur still da sitze. Beste. Ansonsten, das Questgebiet ist wirklich geil. Also die ganze Questreihe hier rund um Xavius. Ich meine, nachher ein paar Quests drehen sich um was anderes, aber da kommen wir später noch dazu, weil da führt es uns ja noch hier zur Black Rookhold. Da werden wir noch einiges erfahren, was denn dort los ist mit Lord Rabenklaue, glaube ich, heißt der Gute. Was? Ich kann das hier nicht wirken. Ah! Wie gesagt, erfahren wir da noch ein bisschen, was mit dem Guten geschehen ist. Das heißt, es dreht sich nicht nur alles um eine einzige Story. Ja, im Endeffekt eigentlich schon, weil eigentlich geht es ja um die Pillars of Recreation. Aber es macht zumindest den Anschein, als wäre es nicht nur eine Story. Kann ich das hier hinwerfen? Nice. Muss ich die Blume hier nicht alleine besiegen. So, ein Bar brauche ich noch und dann geht es hier eigentlich gleich weiter. Hier sieht man auch schon wieder einen rumstehen. Immer mehr und mehr Leute wurden in die Beta gelassen. Ich glaube aber momentan gehen gar keine Invites mehr raus. Das heißt, für jeden, der hofft, ich weiß es halt gerade nicht. Zumindest sehe ich immer nur Gewinnspiele, aber nichts von Posts wegen der Wave. The Dream Groove. Okay, der Gute ist geflohen. Das heißt, er ist irgendwo da drüben. Irgendwie hört er nicht mehr auf mit dem gleichen Satz. Oder kommt mir das nur so vor? Genau, das sollte der hier sein. Und den werden wir uns hier mal vorknöpfen, oder? Ah ne, Blödsinn, hier unten müssen wir rein, okay. Nevermind. Dark Groove Cavern. Genau, da haben wir ihn. Ich hoffe, den kann ich noch taggen. Komm. Nice, Mann. Sonst müsste ich hier wieder gefühlt mit 20 Minuten warten. Das heißt, wir müssen hier den Guten, der uns die ganze Zeit irgendwas einreden wollte, einfach besiegen. Und somit vielleicht hier die Verdorbenheit ein bisschen zu reinigen. Das heißt, der hier hat abgelebt. Schauen wir mal. Gibt es sicher irgendwo eine Kiste oder so? Was? Warum kann ich das hier nicht machen? Ah, jetzt. Lol, aber jetzt geht es einfach in die falsche Richtung. Oder? Nee, gar keine Kiste. Was? Genau hier, wo ich... Ey, Mann. Genau da, wo ich mir denke, hier muss doch eine Kiste sein, da ist natürlich keine. Das ist wirklich... Ja, was soll man dazu noch sagen, Mann? Ich hoffe, wir können da jetzt einfach rausmarschieren, oder? Ich glaube, hier sind die Gegner alle weg dafür jetzt im Phasing. Ja, genau. Das heißt, sie haben sich zurückgezogen, dadurch, dass wir hier ihren, ja, Meister, kann man eigentlich fast sagen, besiegt haben, oder? Nee, doch nicht alle. Okay, dann war sie noch hier. Aber nicht mehr ganz alle, wie vorher. Da drüben haben wir noch einen Ramob gesehen, den werden wir auf jeden Fall gleich aufsuchen. Aber ich glaube, wir müssen fast da drüber, nämlich. Irgendwo hier war nämlich das ein kleineres Show-Off, sagen wir mal so. Wenn wir die Serie hier sprechen. Hier kriegen wir wieder... Vassality Mastery, Crit Haste. Ich glaube, die Schultern gönne ich mir hier erstmal. Mehr neue Schultern, kriegen wir noch mehr Mastery. Und hier kriegen wir nochmal 100 Artefakt Power. Das heißt, hier ist wieder mehr oder weniger so eine Endquest, wie auch schon gerade vorher gesagt. Das kleine Show-Off zwischen Xavius und Malfurion. Die sollten wir gleich hier oben irgendwo finden. Mir kommt vor, die haben sich hier irgendwo gebettelt. Oder beziehungsweise geht es halt hier mit der Story dann gleich weiter. Schauen wir mal. Ich will hier nicht alles aggron. Immer schön vorbei sneaken. Genau, da haben wir Xavius und da vorne steht auch schon Malfurion daneben. Der Gute wird hier festgehalten. Und Xavius versucht ihn zu korrumpieren. Das gleiche versucht er natürlich auch mit uns oder uns außer Gefecht zu setzen. Aber wir sehen ja, Ysera ist schon da und will uns hier beschützen. Jetzt fehlt natürlich wieder das Video. Man sieht, Ysera wurde verdorben. Das heißt, Ysera ist nicht mehr die, die sie eigentlich war. Die Story hat hier auch eine ganz geile Endsequenz, die hier dann kommt. Aber das seht ihr alles noch. Ich will euch dazu nicht zu früh spoilern, sagen wir so, bevor ihr es nicht überhaupt seht hier. Tirande Whisperwind kommt hier ran und Where is my beloved? Sie vermisst also ihren Geliebten und gibt uns hier gleich den nächsten Auftrag. Wir sollen nach Malfurion suchen. Jetzt kriegen wir aber erstmal wieder 100 Artefakt Power. Das benutzen wir natürlich gleich. Und dementsprechend haben wir schon wieder mehr als die Hälfte von den Dingern gesammelt. Jetzt gehen wir aber zuerst noch zu Grelda the Hag. Okay. Wenn wir denn irgendwo da drüber kommen. Irgendwie ist der Reitsound hier mega laut auf diesen Ästen. Oder täuscht mich das?
glaube, das ist echt mega laut. Hier sollte irgendwo ein Rahmob sein, nur wo ist jetzt die Frage? Ach, der ist da nach unten. Okay, da kommen wir sowieso hin, weil da questen wir jetzt gleich. Das heißt, wir können eigentlich nochmal darüber laufen. Uah. Gerade noch so über, über das Gap gesprungen hier. Genau, da haben wir einen Flugmeister nämlich und da vorne sollte eigentlich irgendwo Tyrande auf uns warten. Ups, Karte wollte ich nicht aufmachen. Ach, Flugmeister wollte ich nicht anlabern, so. Stimmt eher. Genau, da haben wir Tyrande. Jetzt können wir hier mit ihr reden und die will jetzt... ja, die hält ja jetzt irgend so ein, keine Ahnung, kleines Event ab, bei dem man ihr folgen sollte, oder beziehungsweise nicht folgen sollte, sondern man geht einfach da unten hin und sie wartet dann dort normalerweise. Zusätzlich müssen wir wieder mal Harpien vermöbeln, denn die haben sich hier in der Shadow Fan angesammelt. Wenn wir gleich wieder mittaggen. 5 von den Beuteln sammeln und 15 Harpien ausmerzen. Sollte nicht weiter schwer sein. Ich glaube auch hier in dem Haus war irgendwo wieder so ein Beutel drinnen. Genau, looten sollte ich auch immer. Wie gesagt, Legendaries. Nuff Seth. Vergesse trotzdem wieder, aber egal. Ja, im Endeffekt bringt es mir eh nichts. Ist eh nur Beta, aber von. Aber ich bin trotzdem hyped, wenn ich eins looten sollte. Genau, haben wir schon 3 Stück von denen. Ich glaube, dass hier irgendwo eine Kiste war, oder? Oder täusche ich mich hier? Ach doch, hier stehst du an einem. Sohn, schon. Ey, Mann. Genau, hier kriegen wir 2x10 wurden die Dinger gepusht. Das letzte Mal gaben diese Kleinen immer nur 5. Oder ist das eine andere? Wir geben alle 10. Okay. Kann sein, dass die Dinger gepusht wurden. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber... Mir kam vor, das letzte Mal haben die nur 5 gegeben. I enjoy killing you. Ich glaube, das wird sie nicht gerade enjoyen. Sieht nicht sehr genießbar aus, wenn sie dann drauf geht, aber egal, das muss sie ja selber wissen. Ich dachte schon wieder, die steckt irgendwie in dem Berg drin, aber es sah irgendwie nur so aus, weil sie hier versucht hat zu sitzen, glaube ich. Worm Talon Huntress. Oder Worm, so. Ey Mann, mein Englisch. Okay, for this. Ah, hier haben wir den Rahmob, genau, wie gerade vorhin. Schon gesehen, ne Grell, der Hack. Der Hack. Haben wir die gute erstmal um. Erstmal reinleben hier. Uah. Da wird er mal alles ziehen hier. Jetzt rotzen wir der mal rein, was geht, Alter. First Damage. Stun. Ey, diese Kamerasicht ist gerade mega AIDS, Mann. Dass das gerade momentan alles buggt sein muss beim Demon Hunter. Ein Hotfix-Patch für Balancing und Co. und schon ist alles verbuggt, Mann. Ja. Können wir noch eine reinbomben, bitte? Dankeschön. Ah, da haben wir sogar einen Tank-DK, Mann. Nice. Guter Boy. Der gute Russe. Kann man hier schon wieder am Namen erkennen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, die schreit aber ganz schön rum die ganze Zeit, wenn man die hier verprügelt. Egal, was kriegen wir hier? Crit Haste und 20 Artefakt Power, das lasse ich mir natürlich einreden. Das können wir eigentlich gleich anlegen, beim anderen haben wir eh auch keine Mastery drauf, beziehungsweise Item Level sowieso besser. Können wir auch aufs Mastery scheißen. Dann haben wir hier das bekommen, sind mit der Quest auch fertig, 20 Artefakt Power wieder. Und jetzt sind wir so dreist, taggen hier einfach ein bisschen mit. Und das gute Game scheint schon wieder gecrashed zu sein, das heißt Relog und weiter geht's. Haben ziemlich gravierende Fehler eingebaut, wieder mal in dem letzten Hotfix, aber das ist immer mal wieder so. Da muss man einfach mit leben. Wir sollen eigentlich noch da nach oben. Ich glaube, da müssen wir noch mehrere von den Harpien töten, wenn wir hier bei Tyrande am Verteidigen sind. Muss die anreden? Ja, genau. Bei Mayana. Okay, will hier meditieren, das heißt, wir müssen schauen, dass sie keiner stört. Natürlich, hier kommt schon der Erste. Natürlich, die zählen sogar, das heißt, man kann ja durchaus schon vorher hingehen, bevor man mit den ganzen anderen fertig ist. Sie versucht durch die Meditation herauszufinden, wo sich denn mal Furien aufhält. Hier sehen wir wieder Grafikbug mal. schauen wir mal, was dabei rauskommt, denn ich weiß es ja schon, oder noch halb.
schon wieder Zeit hier näher. In der Alpha habe ich ja das letzte Mal komplett weitergequestet. Ich glaube, in meinem Paladin bin ich momentan noch nicht so weit. Ja, je nachdem, wann ihr das Video seht. Vielleicht habe ich dann mit dem Paladin im Livestream schon wieder weitergequestet. Das kann natürlich auch sein. So, wir bauen noch einen. Geht sich das gerade noch aus? Das wäre jetzt top. Genau. Er zählt sogar. Matriarchen, das heißt, das sollte die letzte sein. Matriarchen sind ja immer was Höheres. Und meistens kommt zum Abschluss von so Wellen immer irgendwie eine Art Boss oder eine extrem große Welle. Gibt eigentlich immer nur diese zwei Möglichkeiten, muss ich sagen. Komm, geh down jetzt. Nice. No, no. Ey, Mann, die schreien rum. Genau, das haben wir geschafft. Okay, wir sollen zurückgehen und sie dort hinten wieder treffen. Das heißt, wir können erstmal die Quest abgeben und können dann natürlich mit ihr reden. Man sieht, die reitet mir hier einfach nach. Die spawnt dann einfach 2 Meter, bevor sie da ist. Schade eigentlich, den Rest teleportet sie sich anscheinend. Wieder mal diese lauffaulen Leute. Und dann track mal Furions Path through the Nightmare. Das heißt, wir müssen jetzt seinen Weg hier suchen und der befindet sich natürlich mitten im, oder was heißt mitten im Albtraum, aber da vorne, wo das Gebiet schon richtig krank verseucht ist und da sollen wir den Guten dann finden. Ich glaube, dass es diese Quest ist, die mega AIDS ist, weil man die ganze Zeit rumspringen muss und den suchen muss. Kann mich auch täuschen. Elotier wurde auch verdorben und steckt hier in dem Baum fest. Das heißt, den Guten haben wir auch verloren. Sie kommt erst jetzt. Jetzt müssen wir kurz mal ein bisschen warten hier, bevor sie da ist, weil sonst zählt nämlich hier dieser Quest-Abschnitt nicht, glaube ich. Oder? What is that across the bridge? Gut, ein Eloti haben wir ja vorher auch befreit. Ich glaube, der redet nicht mehr. Oder? Richtig traurige Story hier. Da drüben sollten wir noch einen Ramob haben. Das heißt, da schauen wir dann auch gleich hin. Jetzt gibt uns aber noch 2 Quests. Die können wir natürlich auch noch annehmen. Und jetzt schauen wir mal, was das hier drüben für ein Ramob sein sollte. Damals hat der nicht funktioniert. Scheint auch jetzt noch nicht zu funktionieren, glaube ich mal. Zumindest kann man nichts anklicken. Ja, der Gute scheint verloren zu sein. Das heißt, ja, leider nicht mehr viel Aussicht auf Reinigung, dass er wieder gereinigt wird von dem Ganzen. Ich glaube nicht, dass er das Ganze überlebt hier. Das heißt, jetzt sind es nur noch einer von dreien, der noch nicht verdorben ist. Viel Chancen bleiben nicht mehr über hier. Hier haben wir wieder irgendwo einen Rabo. Ich glaube, das war aber der hier oben, oder? War das nicht dieser Vogel, dieser Verdorbene? Ich glaube fast. Genau, da haben wir ihn. Wraith Talon. Oder Wrath Talon, so. Irgendwie. Können wir den hier gleich mal stunnen, oder auch nicht? Der charge genau dann raus und jetzt stuck da im Baum, oder? Ne, doch nicht. Aber den Cast können wir wenigstens noch stunnen. Aber lass mal den hier gleich mal knechten. Genau, da geht auch schon down. Und hier kriegen wir Armschienen. Haste Mastery. Ja, richtig geil, Mann. Schauen wir, vielleicht haben wir wieder eine Kiste. Immer alles durchsuchen hier. Nein, sieht nicht so aus. Aber wir brauchen hier 5 von diesen Blumen, glaube ich, müssen wir töten, oder? Ich glaube, oder wir müssen irgendwas looten von denen. Die haben nicht viel HP, das heißt, das kann man wieder bomben. Ich schätze mal, wir müssen hier irgendwas looten von denen. Ja, aber die droppen es natürlich nicht so einfach, weil wenn Mobs so wenig HP haben, dann ist natürlich auch die Drop-Chance dementsprechend niedrig.
immer so die Regeln seit Jahren in World of Warcraft. Genau, da haben wir schon mal eins von den Dingern. Können wir wieder weiterpullen, hier haben wir natürlich gleich mehrere von denen. Der hat auch die Chance, ja. Vielleicht hat der dafür mehr Drop-Chance. Genau, der Death Knight bombt ja auch gleich mit rein. Bam. Und da haben wir schon die restlichen vier, okay. Doch nicht so eine niedrige Drop-Chance, wie ich dachte. Jetzt müssen wir hier noch rein und hier müssen wir Varetos slayen. Das heißt, wir müssen den Guten hier umbringen. Der sollte hier natürlich ganz unten sein. Cavern of the Keeper. Oder Cavern. Irgendwie so. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, Mann. Genau, und da haben wir den auch schon. Der Druide stickt schon wieder drauf. Natürlich wieder die geile neue Katzenform. Können wir hier wieder alles kicken, was er castet. Und da geht er auch schon down. Valshara will perish. Also wir werden dafür bezahlen. Ich glaube eher nicht. Backjump. Ey, die Mobility vom Demon Hunter ist aber echt lustig, Mann. Mit dem könnte ich mich den ganzen Tag spielen. Wenn man diesen Double Jump erstmal gewohnt ist und dann auch mit diesem Gleiter, das ist richtig geil. Aber ja, ich bin trotzdem Paladin-Fan nach wie vor und werde auch meinen Paladin mainen. Natürlich, der Double Jump geht einem aber auch irgendwie ab, dann, wenn man irgendwie was anderes wieder spielt. Aber hilft halt nicht. Ich glaube, jetzt müssen wir auch da irgendwo hin, wo wir das Bonusziel haben, weil sonst wird das hier nicht so viel Sinn machen, glaube ich mal. Ein Level Up kriegen wir zumindest mal. Mit Unspanned Talent Points. Die darf ich aber sowieso nicht gerade verbrauchen, weil ich hier nämlich nicht in meinem eigenen Gebiet hier bin. Hier haben wir noch eine Bombing Quest. Jetzt fliegen wir gleich mal mit der hier hoch. Und rotten hier einfach mal alles aus. Zählt das hier schon? Nee, lol, aber man kann hier Prozent dazu holen. Lol, Mann. Aber ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich glaube, das sollte mal melden. Man sieht, hier ist alles schon extrem verdorben. Außerdem versuchen die sich hier irgendwie gerade zu sammeln und uns anzugreifen. Nachdem die hier alles so aufgebracht durch die Gegend rennen. Sieht mir halt stark danach aus. Und hier müssen wir eigentlich gleich dann auch nach Malfurion suchen. Denn der Gute ist schon mehr oder weniger in den Albtraum unterwegs. Oder verliert halt schon teilweise seinen Verstand. Denn hier haben wir auch die neue Instanz. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Hier vorne sehen wir es. Darkheart Ficket. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ticket. Sicket. Auf jeden Fall die neue Instanz hier. Ich glaube, hier geht das Ganze dann wieder ins Highlight über, wo wir dann wieder in der Instanz natürlich den Endboss töten müssen, damit wir hier diesen Pillar of Recreation, so, mein Gott, Alter, was ist heute los? Dass wir die dann am Ende kriegen, denn darum geht es ja natürlich in den Questgebieten hier überall, dass wir diese Pillars of Recreation alle sammeln und die sind natürlich meistens am Ende in den Instanzen drinnen, was irgendwie auch logisch ist, aber trotzdem müssen wir natürlich vorerst die ganze andere oder restliche Questreihe hier erstmal durchmachen. So, einen wollen wir noch, komm, whoop. Und dann können wir ja zurückfliegen, jetzt schauen wir gleich, jetzt holen wir uns hier noch ein paar Prozent raus, sag ich mal. Schauen wir, dass wir das, oder? Ne, jetzt schade, wir landen zu früh. Können wir das aber hier abgeben und jetzt search für Malfurion within Shalania. Jetzt kriegen wir am Ende hier wieder so ein Totem oder halt ein Relikt, das wir reinpacken können in die Waffe. Und deswegen sollen wir der ganzen hier, okay, wir sollen ihr folgen. Okay, warten wir mal ein bisschen. Xavius. Welcome to my dream home. Your beloved Malfurion awaits within. But what's this? Which Malfurion? I have no time for this. Which Malfurion is real and which is part of the nightmare? Genau, das war die Quest. Man muss hier nämlich Malfurion suchen, doch nicht jeder Malfurion, den man findet, ist der. Ist nicht der, den man wirklich sucht, sondern einfach nur so ein Abbild vom Albtraum. Das heißt, man kann hier nicht allem glauben, was man hier so findet. Der erste, man sieht es hier, ist gleich in dem Haus drinnen. Ich will hier nur kurz die Sachen anklicken, damit wir hier gleich die Prozent ein bisschen weiter kriegen. Da haben wir schon mal den ersten. Können wir anklicken, aber das war natürlich nur
eine Verarschung oder ein Abbild von Malfurion, das Xavius hier reingepflanzt hat, damit wir ihn natürlich nicht so leicht finden. Haben wir hier eine Kiste? Nee, haben wir nicht. Aber hier vorne haben wir noch so ein Tod, so ein verderbtes Totem. Können wir natürlich wieder zerstören gleich. Das Licht reinlaufen, da haben wir schon den nächsten. Man muss also immer nur diesem Pfad hier folgen. Kann hier nebenbei die ganzen Druiden anklicken, die hier so im Boden rumrollen. Genau, da haben wir gleich den nächsten. War natürlich wieder die nächste Verarsche. Und da vorne haben wir auch gleich einen Ramob. Gut, mir wurde das hier gerade irgendwie weggetaggt alles. Okay, gehen wir hier kurz sehen und dann gehen wir mal zu dem Ramob, der hier vorne steht. Eine gute Eule. Wie heißt die? Liraf Moonfeather. Der Demon hat hier auch doch schon den ersten Skin für seine Waffe, wie es aussieht. Jetzt gehen wir hier mal rein und vermöbeln mal einen guten Ramob hier. Können wir natürlich alles gleich immer kicken, das ja brauchen wir ja nicht hier. Klingen natürlich gleich wieder platzieren, haben wir noch eine Minute Cooldown und dann mal einen Breath reinboxen hier. Der fährt die Rotation ziemlich gleich wie wir. Sollten wir, glaube ich, aus allen möglichen rauslaufen. Droppt eigentlich relativ schnell gegen zwei Demon Hunter, muss man sagen. Dabei wurde der Damage eigentlich von Demon Hunter im letzten Bild richtig hart genervt. Teilweise Abilities um 50%, wie der I-Beam. Aber der muss man zugeben, der hat auch vor extrem krass reingehauen, muss man sagen. Jetzt macht er zwar auch noch immer genug Schaden, aber trotzdem. Ja, können wir wieder kicken, hier wieder ausweichen. Können wir nebenbei das Ding hier anklicken. Noch ein bisschen Prozente kassieren hier. Den anderen darf er hier attackieren, ich mache hier mal keine AOE mehr. Genau, da stirbt die Eule auch schon und dann kriegen wir gleich wieder mal Order Resources und Artifact Power haben wir natürlich immer gerne. Und jetzt können wir hier weiter reiten und da vorne sehen wir natürlich schon wieder auf der Karte markiert, wo er steht. Muss sagen, das ist jetzt besser gelöst. Vorher hat man es mich gar nicht gesehen. Vorher musste man einfach nur raten, wo er denn als nächstes stehen könnte. Klicken wir hier wieder alles an. Die Gegner, die auf uns ticken, wollte ich gerade sagen, ignorieren wir. Aber dann natürlich diesmal und mich die erstmal instant. Nein, was für Root, Mann. Mann, lasse mich gehen. Nehmen wir gleich den nächsten Rare Mob. Den werden wir auch gleich attackieren, aber ich versuche hier gerade die restlichen Gegner loszuwerden. Der hat irgendwie sehr, sehr wenig AP. Was ist mit dem los? Okay. Ach, ich glaube, den kann man dann mit Kräuterkunde abbauen. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das auch. Genau, da liegt Malfurion. Und es war wieder eine Illusion. Tyranda. Our chase is finished. Das hört sich aber ziemlich traurig an. Ysera sehen wir natürlich hier wieder. Special invitation. And our dear Ysera, would you believe she's had a change of heart? She will aid me in my conquest of Val'Shirah, starting with your precious temple of Alun. Oh. Such a dilemma, High Priestess. Kneel beside your beloved as he draws his final breath. Or watch the temple of your goddess burn. Ja, Xavius ist halt nicht gerade einer von der netten Sorte. Das heißt, er stellt uns hier vor die Wahl. Entweder wir befreien Malfurion oder wir beschützen den Tempel von Elon und damit auch seine Zerstörung. Denn Ysera wurde dorthin gesandt. Ja, das ist jetzt keine einfache Entscheidung. Wir brauchen ein Schattenrelikt, denn wie gesagt, man hat hier zwei verschiedene. Das heißt, wir entscheiden uns jetzt als nächstes sowieso fürs Schatten.
Oder? Ne, das sind beide Schatten, okay. Können wir sogar schauen, was uns lieber ist. Nehmen wir das hier. Ein bisschen mehr Crit-Chance kann nicht schaden. Und Defend the Temple of Elun. Jetzt können wir hier das nochmal reinsockeln. Und dann sehen wir wieder natürlich plus 6 Item Level und ein Rank hier für mehr Crit Chance. Und dann bedanke ich mich wieder. Das war's auch schon für diese Folge. In der nächsten Folge gibt es das Highlight, wie hier die Main Story in dem Gebiet endet. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Solltet ihr noch Fragen haben, ab damit in die Kommentare. Vergesst nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links dazu wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.